auf unserem Facebook-Profil könnt ihr dieses Foto stark diskutieren. Es ist ein herrlicher Screenshot, gerade eben aus den Neuigkeiten mit Markus und mir gemacht. Und ich finde, also Markus hat diesen, hat wirklich den, ich würde sagen, ist das der Blick des Tages? Ich glaube schon. Eure Kommentare, facebook.com/pop10. Henning, es ist Zeit für den Kiosk, für neue Stories. Und ich bin auch gespannt, du hast ein ganz neues Magazin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe schon mal reingeschaut, dass ich es sehr, ich glaube, ich werde es mögen, dieses Neue. Aber wir fangen noch nicht mit dem Neuen an, ja, oder? Gut, fangen wir. Ja, fangen wir mit einem, mit einem Magazin auf, was ja doch schon eine Weile auf dem Markt ist. Das ist Dynamite. Hm? Hat man ja schon mal in der Sendung. Ist halt ein Schwerpunkt zu Rock'n'Roll, Rockabilly, Ska, Soul. Und das Dynamite hat sich in diesem Monat getroffen mit Wanda Jackson. Wanda Jackson ist ja eigentlich so eher die, die Mutti der bösen Mädchen. 1937 geboren ist die Dame, hatte mit 15 den ersten Country-Hit. Und hat dann später auf einer Tour, die seinerzeit ja noch üblich waren, dass halt so junge Künstler lange auf Tour gegangen, hat sie den Elvis kennengelernt. Und Elvis Presley hat sie davon überzeugt, doch Country sein zu lassen und zum Rock'n'Roll zu wechseln. Das hat sie auch getan und auch über lange Zeit sehr erfolgreich. Also Wanda Jackson hat so zum Beispiel diese Überhits geschrieben wie Let's Have a Party oder Mean Mean Man, also wirklich schon so Rockabilly, Rock'n'Roll, Gassenhauer. War auch sehr lange erfolgreich, übrigens auch mit deutschen Versionen. Das war ja überhaupt, also Elvis hat ja auch Deutsch gesungen. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei Elvis war, aber bei Wanda Jackson war es Tatsache so, das sagt sie auch selber, sie hat nicht mal gewusst, was sie singt. Das war halt wirklich, war auswendig gelernt und das hat sie halt gesungen, aber überzeugend. Und ja, in den Anfang der 70er Jahre, glaube ich, ist sie dann, hat sie eher so ein bisschen ins Private zurückgezogen, hat halt immer noch Musik gemacht, hat aber halt zu Gott gefunden, hat geheiratet, hat über 10 Jahre dann eher so Gospel-Songs geschrieben und gesungen. Und in den 80er Jahren, in den 90ern hat sie eher so ein bisschen die Rock'n'Roll-Geschichte verwaltet, ist halt auf irgendwelchen Revival-Sachen rumgetingelt. Und ja, logisch, wer sonst? Jack White hat sie dann im letzten Jahr dann so ins 21. Jahrhundert geschossen, hat mit ihr eine Platte aufgenommen, die auch sehr erfolgreich war, die Tour dazu auch. Ja. Jetzt hat sie ihre, glaube ich, ihre 30. Platte rausgebracht, feiert ihren 75. Geburtstag und ja, und faucht wieder. Und sie sieht auch noch ganz gut aus. Also sie ist, es gibt schöne Fotos, weil oftmals, wenn man dann gerade so ältere Country-Legende oder in dem Fall eine Rock'n'Roll-Legende sieht, dann hat man auch diese alten, schönen Bilder. Aber tatsächlich, die Dynamite hat auch aktuelle Fotos von ihr. Es ist eine richtige, so gemein es klingt, tolle Rock'n'Roll-Oma. Ja, Tatsache. Dynamite, die aktuelle Ausgabe, schon für Januar 2013 übrigens. Mhm. Ja, das dürfte, glaube ich, jetzt auf alle Magazin heute zu treffen. Das zweite, das Tonic. Ich will das mal in die Hand halten. Ja, das also fässt sich echt gut an. Dem Zeitschriftenmarkt ist ein neues Baby geboren. Passiert ja schon ab und zu, aber hier, aber die Niederkunft dieses Magazins ist eher ungewöhnlich. Das Tonic gibt es schon länger als Online-Magazin. Mhm. Und die haben halt entgegen der aktuellen Situation auf dem Printmarkt immer den Weg zurückgemacht und gehen jetzt halt mit in einer Printversion ihres Magazins auf den Markt. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen mit dem Neon-Magazin in Konkurrenz zu gehen, wollen von der Zielgruppe für die Zielgruppe schreiben, halt also für die jungen Menschen zwischen Schulabschluss und Berufsleben. Ja, und das ist halt das erste Mal, die erste Version davon, seit Freitag letzter Woche auf dem Markt und halt wirklich, ich sag's nur, das ist jetzt nicht mal despektierlich gemeint, wirklich von jedem Dorf ein Köter, wir haben alles dabei. Also sehr interessanter Artikel über diese Bug-Chasing-Szene, über Männer vorzugsweise, die sich halt auf HIV-Partys treffen, um sich bewusst mit AIDS anzustecken. Mit AIDS zu infizieren. Es gibt einige Fotostrecken, zum Beispiel über einen Schleswiger Jugendknast, über bayerische Musiker, die durch China touren. Man trifft sich mit Spieledesignern, die über digitale Parallelwelten erzählen. Also ja, also journalistisch durchaus hoher Anspruch. Das sind die ersten Schritte und ich denke durchaus, wenn das dann so weitergeht, können Sie durchaus eine Alternative für das Neon sein. Neon
Aber mal, was man sagen muss, Henning, es gibt noch einen Unterschied zum Neon. Es ist erstmal ein bisschen kleiner. Es ist fest, ist relativ schwer und es ist vor allem auf einem Hochglanzpapier, auf relativ dickem Hochglanzpapier gedruckt. Also es ist eine Nummer edler, kostet aber nur 5 Euro. Ja. Das ist echt. Und es ist nicht im Zeitschriftenhandel erhältlich, sondern man bevorzugt im Moment auf jeden Fall noch den Vertrieb entweder über die über ihre Online-Plattform oder halt in Kneipen. In Geschäften, also darüber möchte man den Weg zum Käufer finden. Wie sagt man so schön, im ausgesuchten Fachhandel. Ja, genau. Tonic heißt das Ganze. Wir feiern 20 Jahre Tokotronic. Ja. Also wir auch, aber auch die Specs feiert. Ne? Also so ist es nicht. Und ja. Mir ist noch, als wäre es gestern gewesen. Ja, ganz dickes Special zu Tokotronic, die jetzt auch ihre, jetzt im Januar, glaube ich, ihr 10. Album rausbringen. Mhm. Und das ist Edith Bus, die trifft sich mit oder hat sich mit den Tokotronic im Studio getroffen, hat den Aufnahmeprozess begleitet. Ist es ja, ich würde sagen, erstaunlich auch bei beim ganzen Artikel, dass wir tatsächlich über Tokotronic reden, aber wir es schaffen dann halt letztendlich. Dem Studio, dessen technischen Möglichkeiten, dem Produzenten und sogar Architekturraum zu geben. Lass ich mal so stehen, sollte man das lesen. Das klingt unglaublich breitbandig, fast so breitbandig wie unser Redaktionshund, der hier gerade reinbellt, falls ihr das gehört habt. Man muss auch sagen, es ist wirklich im Vergleich zu zum Beispiel der Tonic, die, wo eigentlich die Beiträge immer so, naja, 2x3 Seiten, wenn überhaupt sind. Die Specs widmet sich auf 10 Seiten der Tokotronic-Geschichte, von der Diskografie bis zum aktuellsten. Also es ist wirklich, also für alle, die jetzt sich immer schon mal gefragt haben, warum die größeren Geschwister Tokotronic mögen. Hier ist, glaube ich, das Gesamtwerk einmal gut abgefasst in der Specs. Ja.